Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlett Orisa zu einem neuen Part von The World Ends As You Find It Remix. Wir befinden uns hier in Pork City in der ersten Etage, sind auf dem Weg zu Minamimoto, der wahrscheinlich oben auf dem Dach sitzt und dann an Tag 7 von uns erwischt werden möchte. Und wir sind jetzt hier, wollen einige Neues vernichten, damit wir eine Mauer für den Fahrstuhl öffnen können, dass wir weiterfahren können und ja, dann legen wir mal los. Mit einigen Neues. Ich habe ja zwischen dem letzten Part und diesem gesagt, dass ich nochmal zum 104 gehe. Und ich habe nochmal den Pin, Frostwelle heißt er, glaube ich, geholt. Der ist ganz lustig. Und dann auch noch, das Unbeweglichkeit verstärkt. Mit dieser Unbeweglichkeitsverstärker. Oh, wie hieß er denn nochmal? Ich weiß es gerade echt nicht. Der ist auf jeden Fall auch sehr lustig. Den habe ich auch geholt. Das ist übrigens der Effekt von der Frostwelle. Und dieser Unbeweglichkeitspin, der hilft sehr gut mit Erdbeben zusammen. Und ansonsten haben wir Sexy D und Sexy Plus. Oh Mann! So, erstmal weg hier. So, erstmal nochmal Erdbeben. So, kann ich da nochmal... Ah, verflixt heilen. Moment, die haben davon... Haben die davon wirklich Gesundheit regeneriert? Habe ich das richtig gelesen? Weil grüne Ziffern indizieren normalerweise, dass die sich davon heilen. Ach, tatsächlich. So, die hätten wir jetzt mal alle erledigt. Und, theoretisch ja, praktisch können wir uns keine erlauben. Ah, das ist jetzt natürlich ein sehr blödes Ding. Keine Hindernisse, da müssen wir auf eine Fusion zurückgreifen. Aber ihr merkt schon, der Schwierigkeitsgrad zieht so ein kleines bisschen an. So. Über 4. Yay. Jetzt brauchen wir nur noch die Level 3 Fusion. Dann bin ich glücklich. Ei. Komm her, du. Sehr schön, den hätten wir erledigt. Sehr gut. Blitzsturm erhalten. Hey, das wäre ein Musratus-Pin gewesen, den wir im letzten Stockwerk gebraucht hätten. So, haben wir hier noch welche? Hier ist nichts. Ist hier was? Ja, hier ist noch was. Noch was Nettes. Pinguine. So, ich muss nochmal nachsynchronisieren. So. So, komm her. Komm, Joshua, das musst du erledigen. Weil wir hier keine Hindernisse mehr haben. Das ist jetzt natürlich sehr doof. Einmal heilen. Hat er nicht genommen. Okay.
dir. So, sehr gut. Ja, das war doch relativ leicht. Super. Das sollten alle gewesen sein. Ah, verflixt. Ich wollte eigentlich nicht ins Erdgeschoss. Kann ich bitte wieder in den ersten Stock? Danke. Ziel erfüllt, Etage geöffnet. Sehr gut. Und was ist das jetzt? Ist das schon das Dach oder noch nicht? Neko, sind alle deine Pins in Ordnung? Ich vermute, dass er direkt vor uns ist. Ich sollte mal wieder meine besten Pins anstecken. Ja, gut für den Hinweis. Gut, danke für den Hinweis, Joshua. Meine besten Pins, huh? So, wo ist denn mein... Ah, die sind wahrscheinlich alle gemeistert. Ja, die sind alle gemeistert, so. Also wenn ich wirklich nach den... Ups, da bin ich ganz kurz gegen das Mikro gekommen. Wenn ich wirklich nach dem Besten gehe, dann müsste ich auch die Liebesleine mit reinnehmen. Und Minamimoto so ein... Ah, warum nicht? Das wird lustig. Das wird lustig. Mal sehen, wen kann ich denn... Was kann ich denn noch mitnehmen? Ich denke, ich nehme noch mal so einen Tipp-Pin mit. Das sieht doch ein bisschen interessant aus. Ein Jupiter auf dem Monkey-Pin, drei Natural Puppy-Pins, ein Dragon-Kircher-Pin und ein Cheap Heavenly-Pin. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen bereit für ihn. Dann legen wir mal los. Hä? Ihr zwei? Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Soll das ein Witz sein? Wir haben deine Missionsmail bekommen. Also eine Missionsmail bekommen. Lösch den Spielleiter in Park City aus. Was? Eine inverse Matrix? Spielt keine Rolle. Ihr habt mir nur den Weg erspart. Von was redet er? Da stimmt was nicht. War die Mission etwa nicht von ihm? Ich hatte schon auf eine kleine Wiederholung gehofft. Der gleiche Ort, die gleiche Konstellation wie letztes Mal. Nicht jetzt. Alles klar bei dir, Neko? Au! Was passiert jetzt? Udegawa? Was passiert hier? Ja, die Mauer. Das war doch... Als Joshua Neko... Was geschieht hier? Ja, das ist doch das mit Joshua, oder nicht? Geht die Szene etwa noch weiter? Moment. Neko hat da noch gelebt. Was? Neko hat sich geschützt und es fiel ein Schuss. Es war nicht Joshua? Du warst das! Neko? Du hast mich getötet! Du hast mein Leben gestohlen! Es ist ganz anders gewesen! Das ist zu vernachlässigen. Was? Genug geredet. Jetzt will ich euch mal ableiten. Diesmal radiere ich euch aus meinem räumlichen Koordinatensystem. Ertrinkt im Meer der imaginären Zahlen. Und da legt er los. Sechs Flügel. Und sie alle zerschellen. Vor seiner Form. Und wir duellieren uns auf dem Dach des Hochhauses. Und ja, er ruft Tabu Noise, denn die Tabu Noise sind seine...
Schöpfung. Und er kann auch nur hochschieben, also hoch, hochschweben wie Joshua. Ah, es tut so gut, wieder mit voller Kraft anzugreifen. Und die Musik ist auch so toll. Game over im Hintergrund. Das verdient er. Das verdient Minamimoto. Ah nee, Transformation ist es im Hintergrund. Ups. Lieder verwechselt. Aber Game over kommt halt auch in dem Lied vor. Deswegen habe ich die irgendwie gerade verwechselt. Ups, Salah. Na komm. Kann ich dir nicht sagen, Joshua? So, Joshua greift weiter an. Wir brauchen eine Level 3 Fusion. Das wär's doch, ey, beim Boss, der... Bei Minamimoto. Na, wie viele Wellen wird er noch schicken? Naja, soll mir recht sein, je mehr ich kann. Da kommt er. Sehr slow. Ich gebe dir gleich Zelda Slow. So, jetzt kann Joshua gerade nicht helfen. Anstrengend ist es gerade. Komm schon, wo bist du? Da unten bist du. Man muss hier richtig mobil sein gegen Minamimoto. Wir treffen ihn kaum. Und er kann auch unseren Angriff debuffen, wie es aussieht. Oder entweder er oder die Tabu-Noise. Aber wir können ihn nicht angreifen, denn wenn wir das tun, dann geht er wieder da raus. Das kann ich schon mal sagen. Komm schon, nur noch 50%. Komm schon, Joshua. Und ja, seine ganzen Battle-Quotes sind Mathe-Anspielungen. Ach nee, er ist doch nicht direkt wieder. Das ist super. Denn ich möchte euch was zeigen. Oh, verflucht. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich spiele auf Level 15 mit ihm. Auf schwierig. Und jetzt geht's los. Level 3 Fusion. Jetzt zeigen wir Minamimoto, was Schmerzen sind.
Wie war das nochmal? Er will den Mond fallen lassen. Wir lassen den Mond gerade auf ihn fallen. Und es war genug, um ihm so richtig schön in die Fresse zu hauen. Damit ist der Game Master erledigt. Bye bye, Meister Messi. Ja, nächstes Mal werden wir das ein bisschen besser machen. Und wir haben den Pin Kerzenzauber erhalten. Drücke im leeren Raum, um mit einem großen Radius Funken zu überziehen. Verursacht bei Berührung Schaden. Und wir haben 10.000 Yen und einen Scarletiten erhalten. Also ein Scharlachit. Oh, er hat überlebt. Ihr seid sehr hartnäckig. Oh, was ist denn los? Wolltest du uns nicht mit Lichtgeschwindigkeit auslöschen? Hehehehe. 3,141592653589. Ach, das ist Pi. Ja, das ist Pi. Bis zur Schieß mich tot Stelle. Was zum Henker? Warum rezitierst du Pi? Die Welt besteht aus Zahlen. Ja, das ist so. Ich habe die gewünschte Lösung die ganze Zeit rekonstruiert und hier ist sie. Was hat er vor? Achtung! Dieses Psyche ist eine Fackel der Stufe Infinity. Also imaginär eigentlich, aber okay. Ich habe gewonnen. Es gibt keine drin. Was hast du vor? But Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself and you give up on the world. Er hat sich geopfert. Oder? Wir sind an der Kreuzung. Was ist hier los? Und wieder wachen wir hier auf. Verdammt! Warum? Warum? Und damit endet der 7. Tag Clash of Desires. Aber es sind noch 7 Tage übrig. Es geht schon wieder los. Aber diesmal endet es wirklich. Shiki ist fort, sie war meine Teilnahmegebühr. Joshua auch, hat sich für mich geopfert. Rhyme ist weg, von Neuss erwischt. Und Beat ist jetzt ein Reaper. Ein Spieler nach dem anderen weg. Jetzt bin ich als einziger übrig, unsere letzte Hoffnung. Die Mission. Spiel 1, erreiche 104. Zeit 60 Minuten, Kosten bei Versagen, Auslöschung. Schon wieder 104? Wir sind nicht gerade kreativ. Ich brauche einen Partner. Sonst wird das ein ziemlich kurzes Spiel. Schau mal bei Hachiko. Das ist bestimmt jemand, der was drauf hat. Ja, dann auf zu Hachiko. Wer hilft? Was ist denn los mit dir? Frühstück ausgefallen? Nee, ich habe nur keine Lust auf Arbeiten. Das merkt man. Wie wär's mit einem kleinen Spielchen? Mitspielen macht die Arbeit Spaß. Du weißt, dass ich Spiele lieben nicht wirklich. Ich bin gerade nicht so scharf auf Spielen. Ich meine, diese Woche ist doch unglaublich. So haben wir noch nie gespielt. Ist das überhaupt legal? Gerade noch so. Es gibt da wohl ein Schlupfloch. Die Grauzone, die noch nicht ganz schwarz ist. Das ist doch lächerlich. Spielleiterin ist Miss Konishi. Wie soll ich denn da einen guten Eindruck machen? Auf die eiserne Jungfrau? Du hast schon recht, dass das Spiel manipuliert wird. 3 Wochen hintereinander? Das ist neu, sogar für mich. Man muss sich fragen, was der Komponist da vorhat. Ich will nur, dass mein Job mir... Wie heißt das noch gleich? Was gibt, genau. Ich will, dass mein Job mir was gibt. Dann mach ihn mit Begeisterung. Du erntest, was du siehst. Sehr witzig, nicht gerade überzeugend, wenn es von dir kommt. Aber okay. Diese Woche wird der Höhepunkt meiner Jagdkarriere werden. Na dann los.
Hoffen wir mal, dass wir an den Ort des Geschehens kommen. Solange noch ein Spieler da ist, den wir uns vornehmen können. Also die Reaper haben irgendwas vor. Hey, ist da wer? Antwortet, wenn ihr noch keinen Pakt habt. Hallo, jemand da? Hä? Wo sind denn die ganzen Spieler? Mein Handy? Noch eine Nachricht. PS. Dieses Spiel hat nur einen Spieler. Toi, toi, toi. Was? Ich bin der Einzige? Dann kann ich keinen Pakt schießen. Ich kann nicht gegen Neus kämpfen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sonnenbrille hat mitgespielt. Oder Shades, ich nenne ihn Shades, so ist es im Englischen. Er hat gesagt, er hätte meine Teilnahmegebühr schon eingezogen. Und das waren die anderen Spieler, verdammt. Aber ich kann nicht einfach aufgeben. Denk nach. Ich könnte probieren, die nächsten 7 Tage zu rennen. Halt, nein. Wenn nur eine Mission verlangt, dass ich ein neues erledigen soll. Einfach klasse, aber ich muss eben rennen. Ja, wir können nichts anderes tun. Nichts wie weg, abhauen. Wir können keine Psy einsetzen, gar nichts. Dieser Mistkerl, das Spiel ist manipuliert. Mist, ich bin umzingelt. So viele Neues. Juhu! Reaper! Du bist noch da? Das ist doch echt niedlich, dass du so lange auf mich wartest. Wie wär's mit einem kleinen Countdown, bis der Vorhang fällt? 10! Es ist vorbei. 9! Karia, du Schuld, dafür schuldest du mir Rahmen. 8! Schon klar, aber konzentrier dich jetzt. Die Sache ist noch nicht erledigt. 7! Ach, na gut, 0. Was? Und tschüss. Mwah. Shiki, Joshua, tut mir leid. Yo, 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 nicht so schnell, yo. Ist heute ein bisschen... Ich war ein bisschen zu laut gerade, das will ich ein bisschen downtonen. Was machst du denn hier? Das ist er. Nämlich Beat. Was macht ihr da? Hört auf zu schummeln. Es gibt kein Spiel mit nur einem Spieler. Vielleicht findet der Komponist das toll, aber der bin nicht ich. Wer hat dich eingeladen, Frischling? Du willst uns doch nicht etwa verraten. Es gibt ihr mir so einen laschen Spezialauftrag und lasst mich meine Freunde abschießen. Und jetzt habt ihr es auf einen wehrlosen Spieler abgesehen. Habt ihr Reaper überhaupt noch so etwas wie Ehre im Leib? Ich bin echt sauer auf euch. Ich mache euch fertig und wie. Ach, noch einmal so jung und dumm sein. Probier's mal mit Hirn einschalten, Frischling. Wenn du gegen uns kämpfst, bist du tot. Du bewegst dich jetzt schon auf dünnem Eis. Genau, ich meine, welcher Idiot entscheidet sich für die Spieler statt für die Reaper? Ha, ihr seid die Idioten. Und ich bin auch nicht auf dünnem Eis. Hä? In Shibuya ist es zu warm für Eis, Blödmann. Selbst Neku hält die Klappe. Yo, Phones. Ja? Du und ich, wir schließen einen Pakt, okay? Okay, dann mal los. Und damit herzlich willkommen in Woche 3 mit unserem Partner, Beat. Okay, machen wir sie platt. Okay. Dann legen wir mal los. Bye, Noise. War nett, euch gekannt zu haben. Och nein, ich doch nicht. Wir haben sogar von Anfang an schon die Fusion verfügbar. Zumindest den Pin. Ich frage mich nur, wie man Beat aktiviert. Wie Joshua oder andersrum? Ah, scheinbar andersrum. Ja, wenigstens haben wir gewonnen. Und wir haben Fusionsbonus für Beat erhalten. Und generell, Beat. Ziehe über den leeren Raum, um Beat herbeizuteleportieren und lass ihn den Gegner krachen, damit er Kombo-Schaden verursacht. 10.000 Yen erhalten. Booya. Ha, bitte sehr. Ihr könnt uns gar nichts, yo. Frecher, kleiner Wurm. Oh, dieses Gesicht immer. Wenn ihre Augen weiß werden, das ist so gruselig.
Jetzt machen wir ernst. Nimm das. Noch mehr Neues. Hey, Phones. Ja? Abhauen jetzt, da lang. Hä? Was? Hey, warte. Hä? Ihr Kleinen, ihr wollt rennen? Kommt sofort zurück. Hey, hey, Uski, stopp, stopp. Und warum? Wir müssen das den Chefs melden. Du weißt doch, wie das läuft. Aber... Du hast mehr Spaß dabei, sie zu bestrafen, wenn du dir Zeit lässt. Ja, stimmt auch wieder. Hey, hier ist Yashiro, Route 3. Wir haben einen rohen Notfall, einen Reaper. Oh ja, jetzt fängt die Party richtig an. Booyaka, geschafft. Dann sind wir vorerst sicher. Jo, und jetzt hör auf zu keuchen, Mann. Das ist voll lahm. Fangen wir jetzt nicht auch noch an zu heulen. Also bitte, wer heult hier? Also, warum hast du einen Pakt mit mir geschlossen? Weil die dir keine Chance gelassen haben, Mann. Und ich finde übrigens dieses Eichhörnchen auf seiner Schulter so süß. Ich kann dich doch nicht einfach sterben lassen. Ja, genau. Mein Held. So ist es. Moment mal, machst du dich etwa über mich lustig? Okay, also, du hattest noch was bei mir gut. Was denn? Rhymes Anhänger. Kein Ding, das war deiner, also habe ich ihn zurückgegeben. Moment. War das der ganze Grund, warum du mir geholfen hast? Hey Mann, du bist ein Reaper. Die bringen dich um, wenn du einem Spieler hilfst. Och, hör auf zu jammern. Du lebst immerhin noch. Hey, deine Flügel sind weg. Was? Oh ja, sieht so aus. Macht dir das nichts aus? Was denn? Dieser Reaper-Scheiß war einfach lasch. Ich fand's nur noch ätzend, wie sie das alles gemacht haben. Die Guten passen besser zu mir. Ah, vergiss mich, Mann. Warum bist du wieder im Spiel? Was ist denn aus dem Schnösel geworden, mit dem du unterwegs warst? Naja. Oh, wo bin ich? Das Spiel ist vorbei? Wann? Wie? Joshua? Wo ist Joshua? Psst, wer? Hut ab, du hast wieder gewonnen. Bin ich der Einzige? Du beherrschst das Spiel gut. Ich will die Gelegenheit nutzen, dir zu gratulieren und für deine Unterstützung zu danken. Unterstützung? Wohl kaum. Aber du hast doch den Rebellen Shomina Mimoto uns beim Hals geschafft. Rebell? War er nicht auf eurer Seite? Dann war diese letzte Mission... Die habe ich ausgegeben. Sie haben uns benutzt. Was haben sie mit Joshua gemacht? Joshua gibt es nicht mehr, nein. Er hat den Großteil von Minamimotos Angriff abbekommen. Der Junge und der Löwe sind verschwunden. Vollkommen atomisiert wahrscheinlich. Dann ist er gestorben, um mich zu beschützen? Aber warum das? Er hat dich wohl sehr als Partner geschätzt. Trotzdem war er ein Dummkopf. Kein Partner ist ein solches Opfer wert. Das war meine Schuld. Ich habe ihn beschuldigt, er ist wegen mir gestorben. Ich habe ihm vorgeworfen, er hätte auf mich geschossen. Dabei war er unschuldig. Ja, weil wir ja gesehen haben, dass Minamimoto... Ich habe ihm das Gefühl gegeben, dass er mir was schuldet. Ich habe ihm nicht vertraut, meinem Partner. Ich habe mich nicht einmal entschuldigt. Ich bin furchtbar. Ich habe Joshua nie gesagt, dass es mir leid tut. Ich sehe, dass dich das belastet. Aber du brauchst dir nichts vorzuwerfen. Technisch gesehen hat er gar nicht am Spiel teilgenommen. Er hat eigentlich im Eugene nicht existiert. Wie konnte er verschwinden, wenn er eigentlich gar nicht da war? Das ist nicht komisch. Wir dürfen auch seine schweren Verstöße nicht vergessen. Sich von außen im Eugene einmischen, sich Zutritt zum Spiel verschaffen. Die Lebenden sind zum Spiel nicht zugelassen. Und jetzt wirst du auch dafür bestraft, dafür, dass du ihm Beihilfe geleistet hast. Bestraft? Mit Auslöschung, was? Das kann nicht sein. Er hat das doch nicht gewusst. Zumindest, wenn ich mich streng an die Regeln halte. Was? Aber zu deinem Glück bleiben wir niemandem etwas schuldig. Der Komponist hat großzügig entschieden, für dich ein letztes Spiel anzumelden. Mit einer Strafe. Du kannst nicht ablehnen. Noch ein Spiel? Aber was ist mit Chiki? Was passiert mit ihr? Nichts. Das letzte Spiel ist nichtig. Deine Teilnahmegebühr wird übertragen. Das ist die Strafe? Nein. Deine Strafe ist die Disqualifikation von allen Spielen nach dem nächsten. Es ist dir verboten, danach jemals wieder zu spielen. Das ist mein letzter Versuch. Ich ziehe jetzt deine Teilnahmegebühr ein. Aber ich habe schon bezahlt. Für die letzte Teilnahme, ja. Aber für jedes Spiel wird eine eigene Gebühr fällig.
Vorschrift des Komponisten. Die kann ich leider nicht ändern, verdammt. Was könnt ihr mir denn jetzt noch nehmen? Es wurde dir schon genommen. Was? Ja, die anderen Spieler. Echt übel, Mann. Warum ist Sonnenbrille nur so ein fieser Hund? Alle Spieler als Teilnahmegebühr einzuziehen. Egal, ich war ja sowieso gezwungen mitzumachen. Shiki ist immer noch weg. Habe ich da eine Wahl? Nur eine gewinnen. Joshua hat mir diese Chance erkauft. Ich werde sie nutzen. Ich muss am Leben bleiben. Okay, dann komm. Was? Du kommst mit mir, Kopfhörer. Oh, Phones. Warum? Weil ich wohin muss. Ich habe gesagt, ich muss diese Mission zur Bahnhofsunterführung, Mann. Los jetzt. Hey, warte. Hör mir doch zu. Was hast du denn jetzt schon wieder vor, Beat? Beat ist ein geübter Akrobat mit seinem Skateboard, der den Bildschirm zum Wackeln bringt. Ziehe über den leeren Bereich des Bildschirms, um ihn den Gegner fahren zu lassen. Sobald du den Dreh raus hast, kannst du versuchen, ihn und Neko zu steuern, um Koop-Kombos auszuführen. Denk daran, dass bei manchen Tim-Psychs das Timing einfacher ist als bei anderen. Und jetzt haben wir Beat Koop freigeschaltet und... ja, wir sind in Woche 3. Beat ist von den Reapern übergelaufen und ist jetzt unser Partner. Es ist kein Witz, er hat... Ihr habt es ja gerade mitgekriegt, dass er gesagt hat, hier, wie das jetzt gemacht wird, das sehe ich so nicht ein. Und deswegen ist er jetzt auf unserer Seite und hilft uns. Und ja, ich würde sagen, ich rüste ihn jetzt nochmal schnell aus. Ich gebe ihm jetzt einfach irgendwas zum Anziehen. Irgendwas, das vielleicht hilft. Weil wir machen jetzt auch schon richtig... Also der Part ist jetzt auch schon extrem, extrem, extrem lang. Und deswegen denke ich, sollten wir den auch gleich beenden. So, mal sehen, habe ich irgendwas, was er anziehen könnte. Hier, Synchroladung 1. Haben wir noch irgendeine Hose oder sowas? Beat hat so einen niedrigen Mut. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, geben wir dem mal die Zeitanzeige, irgendwas. Gut, ich würde sagen, nachdem wir diesen extrem langen Part haben, würde ich hier aufhören. Und im nächsten Part gehen wir zur Bahnhofsunterführung, da wo Beat halt hin will. Bis dahin, bye bye.